4 tolle Motorräder, die müssen wir klauen. Das ist ja unsere Aufgabe in der vorletzten Vorbereitungsmission. Nämlich. So! Motorräder! Alle nach links! Ich jetzt oben! Du darfst gleich ein Motorrad fahren, Vanessa. Ich sitze oben. Wenn ihr euch streitet, ja. Hey, wir schießen. Ich bin's nicht. Du regst hier den Verkehr auf. Ich bin's nicht. Du... Guck, ich schmeiß dich jetzt raus deswegen. Ja, kann inzwischen mal. Ja, genau. So. Nein, Kev. Oder was? Weg. Was wird dein Charakter hoppeln? Oh. Ja, hör auf zu schießen. Ich mach gar nichts. Ich hab wieder Beweis, ich mach ja nichts. Oh, ey, das raus editieren. Miau. Bei mir ist wieder alles. Miau. Oh, miau. Das ist ein astreines Überholmanöver, wie man es auch im Formel 1 typisch macht. Das mache ich heute mit dir, Kev. Ja, wahrscheinlich nicht. Ich werde mich schön hinten anhängen und gucken, was ihr da vorne fabriziert. Wie ihr alle haufenweise in die Bande fahrt. Das ist auch ein Weg um zu... Vanessa, fährst du oder warum habe ich keine Panzerung mehr? Nee, das ist tatsächlich schon mal passiert in Singapur. Wir sind mit 3 Leuten ins Ziel gekommen. Von 20. Ich bin Dritter geworden, weil sich aber alle weggeschossen haben. So, was sagst du zu ihrer Leistung, Dritter zu werden? Alter! Ich bin gleich. Alter, ich bin gleich tot! Ich habe keine Panzerung. Hä, wo bist du? Ich bin hier hinten gelandet. Aber ich habe keine Panzerung mehr. Warte, wo habt ihr? Ich sehe ja nicht. Ich sehe ja nichts. Ich bin normal gefahren. Nee, ich sehe keine Ahnung. Wie gesagt, ich habe meine Panzerung gerade los. Ich habe kaum noch welche. Ich sag ja, Wanne. Robin, ich glaube, du kannst schon mal schießen. Nein! Nicht mehr Explosives da reinschießt, bitte. Nö, weil da schießt dann mit der Minigun. Es stehen Motorräder dort, die nicht zerstört werden dürfen. Hallo! Erstmal hier generell schau nicht rein, waschen. Ist das zu blöd? Was ihr da wieder fabriziert für Sachen, ey. Warte mal. Achtung, hier schießen ganz schön viele. Ich bin tot, einer. Hab ich, bin ja voll leben. Okay. Hier hinten ist noch einer. So, jeder nimmt ein Motorrad. Hier sind noch Panzerungen. Nee, weg. Es sind 4 Motorräder mit Vanessa. Da musst du... Es sind 4 Motorräder. Komm hier, ja, komm zu mir. Komm zu mir, Vanessa. Scheiße! Warum? Ich hab vom Auto in den Baum gerammt, okay? Warum fährst du eigentlich schon vor? Warum fahren wir nicht alle gemeinsam einfach? Weil ich so lange gebraucht hab. Ja, das ist nun mal ja, so manchmal. Bitte das nächste Mal abwarten. Die Dinger haben aber Turbo. Ja, ach, haben die Turbo, aber wenn du damit weggepillt wirst, dann landest du halt irgendwo in der Balustrade, dann ist es halt so. Aber alles gut, wir haben, glaube ich, jetzt. Halt. Ja.
Weil wir fahren am besten alle gemeinsam irgendwo. Müssen ein bisschen gucken. Wir müssen aber gleich aufpassen, wenn, wie gesagt, wenn sie den Turbo zündet, weil die stellen auch Straßensperren, die Typen. Ich glaube, die Schießerei müssen wir nochmal machen. Nein, müssen wir nicht. Soweit ich das richtig in Erinnerung, müssen wir es nicht machen. Oder? Da habe ich nicht hier unten gespannt. Wir werden sehen, wenn wir oben sind. Doch, wir müssen es nochmal machen. Alles gut. Ja, weil gesagt. Vanessa noch nicht auf den Dings aufgestiegen ist. Das ist halt so das Dings. Wäre Robin noch 5 Sekunden länger. Ja. Alter. Ja, ich hab jetzt kein Leben mehr. So, wieder da. Warte, hier warten noch zwei Gegner oben. So. Wir können jetzt Motorräder stehen. Ja. So, wo genau müssen wir hin? Da, okay. Unten, wo ich mein Apartment habe, in dem komischen Räumchen in der Ecke dort. Wo die Schranke ist, ja, weißt du? Leute, passt auf. Die haben auch Straßensperren, ne? Ja, guck, da der, den Robbe wahrscheinlich links geschossen hat. In dem Baum. Au, Scheiße, ich bin tot. Nein, ich bin auch tot. Der hat sich genau in dem Moment, hat der, stand der vor mir, also ich habe gar nicht mehr ausweichen mit dem Boost. Toll, Robin. Nein, ich glaube, am besten ist es halt, wenn man halt wirklich hier Panzerung zählt, das Snacks die ganze Zeit offen hat. Dass man sich die ganze Zeit Heilung drückt. Ich weiß doch nicht, ob du damit fahren kannst. Da, doch, man kann damit fahren. Habe ich ja schon öfters gemacht. Du kannst halt nur nicht damit schießen. Ich wurde vom normalen Auto weggerammt. Ja, ich bin. Ich bin in den Dings gefahren, in der Straßensperre. Passiert. Passiert. Dann ist das so, dass wir jetzt nochmal den machen müssen. Ach, machen. Ja, das ist ja eigentlich der einfachste Part von allen. Ja, die sind nicht. Ja, trotzdem tricky. Oh, Mann! Das ist das Problem, die. Krieg wieder Luft. Ich laufe nur so, jemand ist so neben mir. Der möchte da so vorrennen, auf einmal war er weg. Wer hat da das Motiv reingeschossen? Ich. Pass auf, da müsste noch im Moment mindestens einer sein. Vorsicht bitte, das war das Motorrad. Ich war es diesmal nicht. Das da, wo ich gerade reingeworfen habe, stand nur das Auto und zwei, drei Gegner. Und aber da, wo irgendwer anders jetzt gerade reingeworfen hat, war. Na halt, nee, die Sache ist, das war so eine Kettenreaktion. Weil da stehen ja so circa vier Motorräder nebeneinander. Das kann natürlich auch sein, ne? Das kann.
Das Auto kann es halt sein, dass es halt sozusagen so eine Kettenreaktion. Das kann natürlich auch sein. Okay, dann weiß ich Bescheid, nichts Explosives da reinzuwerfen. Das kann natürlich sein. Ich war aber gerade noch da was gesehen haben, dass sowas geflogen ist. Aber alles gut. Wir können ja dann gleich mal das analysieren. Wie Detektiv. Nein. Brauchst du nicht. Alles gut. Wenn das wegen der Granate war, oder wenn eine Werfgranate war, dann ist es so. Alles gut. Passiert. Es kann natürlich sein, dass es eine Kettenreaktion war. Ich bin das Second Alien von Random Black. Du meinst von Meep? Meep, Meep. Warte noch nicht. Egal. Zu spät. Ich wollte sagen, dass wir halt in Ruhe über die Straße gehen können. Oh, Alter. Ich stehe hier noch. Jetzt verstehe ich auch, du meinst, wir über die Straße gehen, ja, wegen den Autos. Ah, ich muss wieder. Nicht beim Eingang, der Eingang ist so hart. Also da. Da ist man ganz schnell. Robin, du gehst hinten rum. Nimm mir! Ja, in dem Moment. Leck mich doch am Arsch, Alter. Ich habe gerade aufgefüllt. Hör auf damit, der Scheiße. Da reicht es immer noch einer. Ich bin tot. Nee. Irgendwo lebt noch einer. Ach, ja. Irgendwo lebt noch einer, reicht's. Ja, ich habe den gerade erledigt. Oder, okay. Nee, den. Da weiß ich nicht, ob ich den da schon erledigt habe. Füllt bis vorher fahrt Panzerung und so auf. Hier unten ist noch eine Panzerung drin, falls ihr wollt. Wer auch immer davon ist, fahr zurück! Nicht schon. Wer haut denn da schon wieder ab? Vanessa. Ja. Ja, jetzt können wir Gas geben. Gib Gas. Scheiße! Okay. Haus hat mir die Dings genommen. Scheiße. Warte mal, Vanessa. Das Auto hat mich gebremst, da bin ich irgendwie in dich reingeknallt. Aber ich habe einen kleinen Trick gefunden. Und zwar relativ auf den Fußwegen. Ja, die Straßen, bei der Geschwindigkeit sind die Straßen aber relativ eng. Wir können es probieren. Ja. Nee, ich kenn's, was glaube ich das erste Mal gespielt sind, wie wir nicht gerade direkt rechts gefahren, sondern unten rum gefahren. Also eine geradeaus und dann wieder rechts. Also quasi erstmal gerade, wo wir hergekommen sind, eben zu Fuß. Ja. Und ich will erst schießen, wenn wir auf der anderen Straßenseite sind. Ja, alles gut. Ich fahr zu schnell. Naja, passiert. Ja. Geht passiert mal. Wie gesagt, ich gehe mal von aus, dass wir mit dem Bankraub nur 500.000 rausnehmen. 1 Million ist Maximum, aber 500.000. Das wird schon so in die Richtung. Na, das reicht mir. Zu trotzdem 125.000 für jeden. Nee, zu trotzdem 125.000 für jeden. Ja, aber die 500.000 insgesamt. Und Vanessa, du bist wieder so nett, ja. Ja! Ja, aber die anderen gehen halt auch noch alarmieren. Ah, dann lauf doch! Irgendwo schießt mich von der Seite was weg. Dann muss ich.
Hinter dem scheiß Auto steht noch einer, glaube ich. Ja, hier, da steht noch einer. Hier hinter dem Auto, bei Vanessa links steht noch einer, muss oder war zumindest immer. Schau mal nach. Ja, da ist immer noch einer. Robin, bei dir ist noch einer. Hab ihn. Hab ihn, hab ihn. Ja. Hier ist auch Panzerung wieder. Warte, bevor ihr losfahrt. Wir können ja mal auf der Karte bei kurzen Dings. Kev meint ja geradeaus. Geradeaus und dann rechts. Dann fährst du unten rum. Aber du hast ja trotzdem das Problem, du hast halt die mit zu Hause. Du hast halt eine Hauptstraße, ne? Wie auch immer. Hm. Also haben wir jetzt den Vorschlag oder über den Waffenladen? Über den Waffenladen. Und wir fahren jetzt geradeaus, rechts, fahren dann wieder kurz ein bisschen runter und dann. Na, dann fahr du vor, wir fahren dir hinterher. Wir müssen doch Gas geben, weil jetzt die Leute kommen. Oh! Gib Gas! Robin! Ja, jetzt wird der Weg auch richtig markiert. Ja. Fuck. Ich hab fast da. Ja, egal, Robert, es müssen alle da sein, nicht nur einer. Aber ich denke, dieser Weg ist auch besser. Irgendwie habe ich jetzt gerade das Gefühl, dass der ein bisschen freier ist. Ist es eigentlich gar nicht mal so weit, wie bei. Aber es ist halt so die Masse, die dann auf einmal kommt. Naja, also, ja, du musst halt extrem aufpassen, auch mit dem Nitro, dass die, wenn die da eine Straßensperre dich da direkt vor dir querstellen. Und gerade weil die anderen auf dich schießen, dreht der Verkehr noch am Rad. Na, halt die Sache, es geht ja halt so ein geiles Phänomen. Das, also geht ja online vor allem, dass halt die Autos dich gefühlt immer rammischen. Weißt du, woher das kommt? Meinst du das jetzt ernst, oder? So, auf ein neues. So, nicht reinfahren, mal leider. Ich fahre an rein. Vielleicht hätten wir auch das gepanzerte Auto mitnehmen sollen. Mal so nebenbei. Ich mein Sprengauto mitnehmen sollen. Naja, das Problem damit, dass du aber dann wieder irgendwelche Sachen wegschießt. Irgendwelche Motorräder, die wir eigentlich hätten noch brauchen können. Wow, instant einen Headshot bekommen. Volle Leben, volle Panzerung, direkt einen Headshot gekriegt. Das ist halt so der das ist halt so das Blöde beim Haupteingang. Nee, ich stand links von der. Ich war nicht am Haupteingang. Ich war links, ich stand nur relativ oben auf dem Hügel und hab quasi direkt einen Headshot gekriegt. Ich habe auch nicht mal was anvisiert bekommen. Naja, passiert. Warum steht Kev ganz oben? Ich finde das ein Skandal. Für nichts tun und nur für sterben ist der Erste. Genau, ich sterbe viel weniger als ihr. Ich müsste mal eine Statistik machen, wer wie oft in den Missionen gestorben ist. Ich glaube, da bin ich schon mal besser ganz oben. Wahrscheinlich. Oder ich. Nee, du warst ja nicht so häufig da. Ich glaube, du bist das erste Mal überhaupt erst dabei. Sonst war es eigentlich immer Novian oder Hardy. Ich glaube, wir haben so ein. Also wir drei, Vanessa und ich, waren eigentlich immer dabei und Dominik eigentlich auch, weil es mal über den lief. Aber danach haben wir ja meistens nochmal gewechselt. Entweder Hardy oder Novian oder. Jetzt Robin. Hardy. Ich glaube, Hardy hat die letzte er hat den letzten Heist mitgespielt. Novin hat, glaube ich, die anderen davor mitgespielt. Ist das so eine gute Idee, mit einem random Auto da reinzufahren? Ja. Alter! What the fuck? Ich seh schon, Robin zerstört. Robin ist stumm. Ansage. Also Robin, das nächste Mal mit dem Nightjug. Wenn dann. Oder mit dem Dings. Ey, ich hab mit dem Kuruma gar nichts abgekriegt.
Ja. Aber Robin, du weißt doch, dass da eigentlich kompletter Tod ist. Bitte mach's jetzt ordentlich. Warum der mit dem Random-Auto da reinfährt? Ich sag's doch noch. Der fährt einfach. Der fährt einfach rein. Also komplett durch bis ganz. Ich stand ja auch mittendrin, aber ich hab nichts abbekommen, weil die Karre halt gepanzert ist. Ich war aber ausgestiegen. Du hättest auch drin nicht überlebt. Das Auto hat nichts drin. Das ist einfach eine scheiß Random-Karre vom Stand der Straße. Ja, bitte halt jetzt am besten so machen, wie halt immer. Also, dass wir uns langsam das durcharbeiten. Der schwerste Akt kommt ja erst noch. Ja, wir haben es doch gesagt, die Leute haben wir ja wegbekommen bisher. Ich fahr trotzdem wieder mit dem Kuruma. Ja, aber halt nicht direkt rein, einfach so mitten durch. Ja klar, natürlich. Das ist Selbstmordakt. Nö. Ich habe nichts abbekommen. Wie gesagt, da steht mein Auto, Alter. Ich habe nichts abbekommen. Mit der Karre. Wenn auch immer die Karre hier gehört, ich glaube es nicht mehr. Das ist auch nichts Gepanzertes. Das ist meine. Nee, ich fahre ja nicht rein, ich fahre hier an der Seite. Vanessa, wo bist du? Sicher. Ja, du fährst aber auch nur so ein Ding. Wie gesagt, eigentlich wäre ein gepanzertes Auto am besten. Komm, ich fahre gerne rein. Jetzt ist er tot. Da hinten lebt nur noch einer. Ah, hier hinten steht auch einer. Guck mal, ich bin mit dem Kuruma reingefahren. Ich habe meine Gepanzerung ist komplett voll da und mein Leben ist auch komplett da. Ja. Dann können wir das dann auch so machen. Ich bin komplett nach hinten gefahren, nicht nur so ein kleines Stück. Ja. Wo steht denn der letzte? Ach, da hinten. Irgendwer hat den nämlich aus der Garage geholt. Naja, alles gut, alles gut, alles gut. Ja, wann das auch? Ja, warten mal. Hier kommt. Steht noch eins. Alles gut. Ja, trotzdem kurz warten. Bin da. Ja, viel war lange, wir dürfen nicht warten, weil wir gleich Gegner haben. Du bist bereit. So, jetzt. Achtung von der Street da ein. Ah, da geh mir nicht auf. Mit einer scheiß Random-Karre, geh mir nicht auf den Senkel, Alter. Dominik hat erwischt. Ja, ich überlebe das. Ich bin auch durch. Also mehr oder weniger noch. Ich glaube, ich bin zu weit. Nee, alles gut. Das muss hier oben rechts in der Gasse rein. Dem ist richtig. Hier rein. Genau. Dominik, wie sieht's aus? Und dann an der Schranke vorbei, Robin, und dann wieder rechts direkt. An der Schranke vorbei und dann rechts rein, in die Ecke hinten. Hab's. Ja. Geil. Ganz hingekriegt. Hey, es war clever mit dem Kuruma da reinzufahren. Du kannst dich alle aus dem Auto wegknallen. Ja. Du hättest richtig nach hinten durchbrettern müssen. Nö, ich habe mich vorne rangestellt, habe die nach und nach weggearbeitet. Was? Nö. Du bist halt minderwertig, so. Ich dachte gerade, du willst gerade sagen, du bist noch minderjährig. Minderwertig. Lach nicht da unten hinten, Bronze. Wir haben es hingekriegt, wir haben es geschafft beim 100. Versuch. Yay.
Ole, ole. Und jetzt das Finale. Ja, das Finale noch, dann haben wir's. Kann ich hier irgendwas in Luft jagen? Dich. Ich glaube, da kannst du... Nee, warte mal, haben wir da eigene Waffen? Ja, wir müssen halt mit diesen Motorrädern entkommen. Also leider geht der Glitch nicht mehr. Wir haben, es gab noch eine ganze Weile, dass du das mit dem Glitch machst. Deswegen habe ich das Apartment auch, was hier vorne ist, dass du mit dem gepanzerten Auto da reinfahren, also reingehen kannst, das gepanzerte Auto holen kannst, mit dem Auto abhauen kannst. Du musst halt mit dem Motorrad abhauen. Das war mir klar. Ich habe diesmal nichts, gemacht. Ja, du hast gerade einen Raketenwerfer da rausgeholt. Nee, das war also keine Absicht. Nee, eigentlich war es keine Absicht. Achso, dann hab ich nichts gesagt. Nee, das ist der Falsche. Ich schau, aus irgendeinem Grund kriegen wir das heute in einem Tag durch. Ja. Ja, gut, wir haben jetzt gleich noch die letzte Mission. Ich fahr mal zum Waffenladen. Mach das.